Let's play Minecraft Survival. Ja, in der letzten Folge sind wir in die Hölle gegangen. Und in dieser Folge werden wir das ja auch wieder tun. Weil, ja, wir waren ja in der letzten Folge nur kurz in der Hölle. Weil wir wollen ja nur kurz ein bisschen dort abbauen. Und im Hintergrund habe ich schon wieder hier Star Wars The Clone Wars Musik drin. So, aber diesmal werden wir uns hier eine Tür mitnehmen. Weil dann müssen wir nicht immer hier den Stein abbauen, damit wir hier durch können. So, habe ich noch Holz hier? Vielleicht hier? Nee. Dann müssen wir uns die holen, Ach, Manometer, schon wieder so viele Zombies. Und Skeletten. Too many Zombies and Skeletten. Und Spiders. Oder wieder verrottetes Fleisch im Inventar hier. Ach ja, am Ende der letzten Folge hier offscreen habe ich ja hier noch hier das Kuhgehege gebaut. Und da bisher nur eine Kuh gefunden. Deswegen muss ich noch eine zweite finden. Aber das werde ich wahrscheinlich auch offscreen machen. Sorry, wenn ihr jetzt mein Handy im Hintergrund hört. Das tut mir leid. Entschuldigt. Hatte gerade Kuchen gegessen, deswegen. So, wir brauchen aber nur zwei. Alter, was geht bei meinem Handy ab, ey? Zur Sicherheit das Feuerzeug wieder mitnehmen und let's go. Dann wollen wir mal. Ja, verdammt, diesmal haben wir ja sogar keine Blöcke mit. Jo, nice. Und da ist auch schon der erste Gast. Nether Quartz ist ja hier eher praktisch für neue Blöcke. Aber man kann ja es ja bekanntlich mal mitnehmen. Wenn man hier so ein bisschen verschönern will. Und wieder Goldnugget-Blöcke. Da sage ich nur Quaggity. Genau wie hier, wo Quagmire hier so in dieser 9-11-Folge von Family Guy hier so mit dem 9-11-Szenario hier so eine Froschverwandlung, so Frosch war. Und hier so kurz bevor er von Joe, Cyborg Joe gekillt wurde, Quaggity gesagt hat. Ja, Family Guy, echt klasse Humor, wenn man den versteht.
So, dann müssen wir wohl diese Blöcke hier benutzen, die wir hier gerade haben. Ja, aber das entscheidet nur das Feuer. Glaube ich. Naja, oder Falschschaden, genauer gesagt. Vielleicht ist sogar hier in der Nähe eine Festung, die man hier auch erkunden kann. Und nein, das ist der Gast. Oh oh. Oh, das war knapp. Hat er eine Gasträne gedroppt? Er hat eine Gasträne. Nice. Weil wenn wir hier eine Lohnroute bekommen, können wir uns auch einen Brautrank machen. Hier ist ein Skeletto. Was macht ein Skelett in der Hölle? Ach du Scheiße, da hinten sind zwei Ghast. Komm schon, schieß du Ghast. Worauf wartet der Ghast? Wow. Und hier ist einfach scheiß Seelensand. Da sage ich Quaggity. Au. Ich hasse Seelensand. Au. Au. Komm schon, Mann. Geh drauf. Kann ich das hier abbauen? Hier mit der Spitzhacke? Was denn das hier? Basalt. Kann man mit Basalt was machen? Da bin ich mir gerade nicht so sicher, aber ich nehme es mal mit. Alter, ich höre gefühlt dauernd mein Handy hier piepen, ey. Und ich brenne. Seelensand kann man ja auch mal mitnehmen. Ja, weil dann können wir bei uns hier auch Netherquarz anbauen. Ich muss nur aufpassen, dass jetzt nicht ein Gas gleich wieder ab im Feuerball ballert. Okay, der eine Gas ist despawned, warum auch immer. Oh ne, da hinten ist er. Alter, wie viele Skelette sind denn hier? Na, ich dachte, ich hätte einen Ghast, hätte wieder einen Feuerball abgefeuert. Sind das diese Knochenblöcke? Jo, das sind diese Knochenblöcke. Was haben wir hier? Seelenerde. Kann man ja auch mal mitnehmen. Ich frage mich, ob man das blaue Feuer mitnehmen kann oder so ähnlich. Au. Ihr Skelettos, kommt mal her hier.
Alter, meine Rüstung ist so gut wie Schrott, ey. Besonders mein Helm, ey. Alter, hier ist noch überall Kram, ey. Und da ist ein fetter Lavasee. Au. Mann, ich muss echt zurück, ey. Feuerball in meine Face? Nee, aber in seine Face. Auch nicht. Nochmal, komm schon, schieß. Worauf wartet der denn? Dann kümmere ich mich zuerst um das Skelett. Komm schon, Gras, baller doch endlich. Dann ebenso. Komm schon. Ja, eine weitere Gasträne. Nice. Zeit zu verschwinden. Mutantenpilz? Hier sind so viele interessante Blöcke, die man mitnehmen kann. Kann man die auch mitnehmen? Oh, so viele interessante Sachen hier. Also ich habe mich ja hier nicht so mit dem ganzen neuen Updates von Minecraft auseinandergesetzt, die es hier sowohl auf der Java Edition als auch auf der Bedrock Edition gab. Deswegen nicht wundern, warum ich so ein bisschen hier verwundert oder überrascht rüberkomme manchmal. So, aber wir wollen ja jetzt natürlich hier wieder zurück. Großartig! Weil du mir in den Weg gelaufen bist, greifen wir jetzt gleich alle an. Oh mein Gott! Alter, die machen einen so fetten Schaden. Kommt schon, Mann. Alter, war das knapp. Packen wir mal kurz den Kram hier rein. So, aber ich würde sagen... Oh, mein Helm ist kaputt. Ja, ich würde sagen, das war's für dieses Video. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Bleibt gesund, tragt immer eine Maske, wenn ihr rausgeht. Habt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr noch das Video anguckt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer KoneMac_HD. Und möge die Macht mit euch sein. Servus.